Frau Finke, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Mordes an Ihrem Schwager Ben Finke. Als Beistand habe ich Ihren Ehemann zugelassen und als Nebenklägerin die Tochter des Getöteten, Sina Finke. Frau Finke, Ihr Vorname ist Maja. Sie sind am 25. Juni 1975 in Köln geboren. Sie sind verheiratet, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Kellnerin. Und Sie sind in Koblenz in Untersuchungshaft. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte wurde seit einiger Zeit von ihrem Schwager Ben Finke, einem ehemaligen Polizeibeamten, der inzwischen im Rollstuhl saß, observiert. Am 25. August 2010 hatte er etwas über sie herausgefunden, das die Angeklagte unbedingt geheim halten wollte. Die Angeklagte schlug Ben Finke mit einem stumpfen Gegenstand bewusstlos und schob ihn in seinem Rollstuhl die Kellertreppe herunter, um ihn zu töten. Ben Finke brach sich bei dem Sturz das Genick und war auf der Stelle tot. Maja Finke wird daher wegen Mordes angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Finke, werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben zur Sache machen? Ja, ich möchte das auf jeden Fall aussagen, weil es kann wirklich nicht sein, dass Bens falsche Verdächtigungen mich auch noch nach seinem Tod so derart verfolgen. Alle halten mich jetzt für eine Mörderin und ich weiß noch nicht mal warum. Ich weiß halt nur, dass mein Mann und ich unheimlich darunter zu leiden haben. Freunde, Bekannte, keiner spricht mehr mit uns, weil schon allen klar ist, es kann ja nur die Finke gewesen sein und das ist einfach nicht wahr. Meine Frau ist unschuldig. Die Leute haben meinem Bruder nur geglaubt, weil er bei der Polizei war. Der stand am Fenster, hat raus aufs andere Haus geguckt, Maja beobachtet, all das, was er gesehen hat, aufgeschrieben in einem Buch und den Leuten erzählt, Maja ist kriminell. Völliger Blödsinn. Also Ihr Schwager hat Sie tatsächlich bis zu seinem Tod, ich möchte mal sagen, nahezu rund um die Uhr von seiner Wohnung aus mit einem Fernglas beobachtet. Und er hat auch akribisch Buch geführt darüber. Wissen Sie, was ihn dazu gebracht hat? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es wirklich die Polizistengene waren, die in ihm geschlummert haben. Da beißt die Maus jetzt auch mal keinen Faden ab. Ben und ich waren jetzt auch nie die dicken Freunde. Mhm. Er hat immer ein rotes Tuch in mir gesehen. Er hat mir immer diesen Verbrecherinnenstempel im Grunde aufgedrückt, weil ich eben vor 8 Jahren wegen Raubes verurteilt worden bin. So ist es. Maja hat sich geändert, sonst hätte sie 2006 nicht geheiratet. Sie ist seit 5 Jahren frei und absolut anständig. Herr Finke, vielleicht sind Sie da auch ein bisschen naiv und vielleicht stellen Sie sich einfach ein bisschen geschickter an als damals. Es war übrigens kein Raub, es war ein schwerer Raub. 2002, da haben Sie eine Tankstelle überfallen, 700 Euro Bargeld erbeutet und Sie haben der Bediensteten eine täuschend echt aussehende Plastikpistole vor die Nase gehalten. Ich glaube einfach mal, dass Ihr Schwager Ihnen bei einer neuen Missetat auf die Schliche gekommen ist. Er hat das mitbekommen und deshalb musste er sterben, bevor er das zur Anzeige bringen konnte. Das ist aber und so. Sie hierhin zurückgehen. Nee, das ist aber, also natürlich habe ich eine Vergangenheit, aber ich habe Ben nicht umgebracht. Ich habe einfach mit Ben kein gutes Verhältnis gehabt. Ben hat, glaube ich, einfach sein persönliches Schicksal an mir abgearbeitet. Er ist im August 2009 im Polizeidienst angeschossen worden, saß seither im Rollstuhl so, und konnte als Polizist nicht mehr tätig sein. Und dann hat er angefangen, mich ganz akribisch zu beobachten und wissen Sie eigentlich, was das heißt, wenn Sie ständig beobachtet werden? Das ist mir irgendwann einfach alles zu viel geworden. Er hat damit auch mein Leben ruiniert. Du bist hier nicht das Opfer, verstehst du das nicht? Du hast ihn umgebracht. Ich glaube, diese Vorwürfe gegenseitig bringen es jetzt. Lassen Sie uns mal ein Video anschauen, damit wir mal wissen, wie Ihr Schwager beobachtet hat. Ich habe so ein Polizeivideo. Wir befinden uns im ersten Stock des Hauses von Ben Finke. Von hier aus hat er das Haus gegenüber beobachtet. In der Wohnung, in der mein Kollege jetzt steht, wohnen sein Bruder und seine Schwägerin. Und dann schwenkt hier die Kamera über das ganze Haus und man sieht, wo man hinschauen kann und nicht. Jedenfalls hat er viel Gutes im Blick gehabt. So, und das hat er alles notiert in diesen Tageskalender. Er hat also nicht nur über Sie, er hat alles festgehalten, was er da aufnehmen konnte. Ich will nur mal ein paar Sachen sagen. 28. ist das Mai. 16.25 Uhr, Maja verlässt das Haus mit auffälligem Rucksack. 18.30 Uhr, Maja kommt nach Hause, Rucksack erscheint mir Lehrer. Hier nächsten Tag 11.15 Uhr. Maja verstellt Küchenuhr und Münster hat beide Kinder dabei. Und ich weiß auch immer, also hier überall drin steht. Haben Sie eigentlich gewusst, dass Ihr Schwager Sie seit langem so beobachtet? Andra.
Ja, also mein Mann wusste das schon im Juni und hat mir das auch erzählt, weil er wohl dieses Notizbuch gefunden hatte und hat mir dann auch erzählt, ja, du hast die Küchenuhr verstellt und ich bin natürlich umgefallen. Wo gibt's denn sowas, dass man da so beobachtet wird? Eins ist mir auch aufgefallen, ich habe mich also mit diesem Buch beschäftigt für der Vorbereitung ohne Ende, dass ab Anfang Juni alle Mittwochseiten rausgerissen worden ist. Haben Sie mittwochs immer irgendwas Besonderes gemacht, oder? Nee, also nicht. Das lag daran, weil mein Bruder einfach selber mitbekommen hat, dass das Blödsinn ist, was er da reingeschrieben hat. Wo wollen Sie das denn wissen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und wissen Sie, der Mittwoch ist insoweit ein auffälliger Tag, als Sie ja mittwochs grundsätzlich nicht da sind. Da sind Sie im Außendienst beschäftigt. Sie wissen überhaupt nicht, was Ihre Frau da macht und was Ihr Schwager da irgendwie beobachtet hat, was sie hat machen können. Sie waren doch auch am Mordtag aus diesem Grund nicht da. Denn der Mordtag war ja ein Mittwoch, der 25. August, richtig? Ja. Frau Finke, haben Sie nicht wenigstens eine Vermutung, warum Ihr Schwager ab Mai 2010 mit Notizen auch über Sie angefangen hat? Ich habe keine Vermutung und ich will dazu auch jetzt nichts mehr sagen, weil hier ist ja sowieso schon alles klar und mir glaubt doch sowieso keiner hier. Ich bin's ja gewesen. Ich weiß es nicht. Die Anklage muss es natürlich behaupten. Dann nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Und ich möchte gerne Sie hier vorne haben als Nebenklägerin. Zunächst einmal als Zeugin dann natürlich. Frau Finke, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Frau Finke, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Sina, Sie sind 20 Jahre alt und wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Ergotherapeutin. Und mit der Angeklagten, wie der Verwandte noch verschwägert. Wissen Sie, warum Ihr Vater die Frau seines Bruders so akribisch überwacht hat? Ziemlich, ja. Also einfach deshalb, weil sie hinterhältig und berechnet ist. Also immer, wenn sie irgendwas wollte vom Papa, dann hat sie sich erstmal schön an mich rangeschleimt, damit ich ihn überzeuge. Und dann hat sie eben auch Lutz total in der Hand gehabt. Also sie konnte sagen, was los ist, und Lutz hat's gemacht. Und mein Vater wollte Lutz halt einfach davor bewahren. Ich möchte mal das klarstellen. Mein Bruder war seit 10 Jahren Witwer. Der hat nur für seine Tochter und für den Beruf gelebt. Und für beide ist er irgendwann überflüssig geworden. Und dann hat er mit dem Spannen angefangen. Das kann ich auch verstehen. Ben hat mich immer um Maya beneidet. Erstens hatte Papa seit Februar Ines als Freundin. Und zweitens war er nie überflüssig. Weder für mich noch für dich. Und vielleicht kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, in denen wir als Familie wunderbar funktioniert haben und in denen alles gut war, bevor du Maya angeschleppt hast. Aber die Frage bleibt, und die hatte ich gestellt und noch keine befriedigende Antwort bekommen. Warum hat Ihr Vater, falls Sie es wissen, ab Mai oder Mai 2010 Tag für Tag die Angeklagte überwacht? Ich meine, und alles schriftlich festgehalten. Sie werden doch Ihrem Vater darauf angesprochen haben. Ja, natürlich, jeden Fall. Ja, Papa hat von seinem Fenster aus beobachtet, wie Maya in ihrer Küche meinen Onkel mit dem Messer angegriffen und verletzt hat. Geschichte, ja. Die Geschichte mit dem Messer. Damit ist mein Bruder sogar zur Polizei gelaufen, ja, und hat gesagt, Maya hätte mich mit dem Messer umgebracht. Hallo, sehe ich tot aus? Nicht wirklich. Sie waren aber doch damals 4 Wochen von der Bildfläche verschwunden, ja, oder? Wie ist das denn? Warum denn, wenn gar nichts vorgefallen war? Warum zieht man denn auf einmal aus dem ehelichen Heim? Das sieht mir so aus, als wäre da was dran gewesen an dem Streit und auch an der Messerattacke. Aber wenn doch was dran gewesen wäre, dann könnte mein Mann das doch durchaus jetzt heute hier erzählen, oder? Vielleicht traut er sich nicht. Wenn die Angeklagte ihren Ehemann mit einem Messer verletzt hat, dann sieht man das noch nach Jahren. Da müssten Narben zu finden sein. Herr Finke. Wenn es hier wirklich darauf ankommt, habe ich keinerlei Probleme, das Hemd öffnen zu lassen. Hat Ihr Vater irgendwelche Äußerungen gemacht, welche Art von Verdacht er gegen seine Schwägerin hat? Also er hat ein paar Mal etwas darüber erzählt, dass er glaubt, Maya fühlt was Konkretes auch im Schilde. Also er hat darüber gesprochen, dass er ihr da auf der Spur ist. Und ich bin eigentlich ganz gespannt. Ich würde schon gerne mal wissen, was da eigentlich los ist. Hast du wieder geklaut? Hast du wieder irgendwas eingesteckt, irgendwas mitgehen lassen? Ist ja genau wie früher. So geldgeil wie eh und je. Und deshalb hast du ihn auch umgebracht. Sina, es tut mir jetzt ehrlich leid, dass wir so ein Verhältnis hier gerade im Moment haben. Aber glaub mir doch bitte einfach mal, ich habe deinem Vater nichts, aber auch wirklich gar nichts angetan. Gar nichts? Das nennst du gar nichts? Ich weiß nicht, ob du nicht richtig hingeguckt hast, aber die Bilder, die ich da im Keller gesehen habe, die kann ich nicht mehr vergessen. Das glaube ich Ihnen, Sina. Sina, und jetzt muss ich Sie sogar noch fragen und bitten, diese Situation zu beschreiben. Schaffen Sie es?
wollte meinen Vater damals besuchen fahren und ich war bei ihm, ich habe aufgeschlossen, ich habe ihn gerufen und es kam schon keine Antwort. Und dann bin ich in den Flur und die Kellertür war offen und die Vase hat gefehlt, die im Flur immer steht und mir wurde richtig übel. Ich hatte schon richtig Sorge und dann bin ich die Kellertreppe langsam runtergegangen und dann lag er da und ich habe ihn gesehen und unter dem Rollstuhl der Kopf total verdreht. Und ich wusste schon, dass er tot ist. Ich habe mir, bis heute mache ich mir solche Vorwürfe einfach. Ich hätte früher da sein sollen, vielleicht hätte sie ihn nicht umgebracht. Sina, Sie hätten nichts verhindern können, wenn man so will, dass Sie ihm noch hätten helfen können, nachdem er unten am Keller, an der Kellertreppe lag, ist sofort tot gewesen. Ja, es ist einfach so, er wäre niemals alleine in die Nähe dieser Kellertreppe überhaupt gekommen, weil wir haben das ganze Haus behindertengerecht umbauen lassen. Es gibt sogar einen Lift, einen Rollstuhllift für den ersten Stock und er wäre niemals zur Kellertreppe gekommen, weil es da einfach nicht möglich war. Wir konnten da nichts anbringen und deswegen ist es auch einfach kein Unfall, sondern Mord. Davon geht auch keiner aus, dass es ein Unfall war. Und Sie haben einen sehr interessanten Satz gesagt, die Vase hat gefehlt, die im Flur gestanden hat. Und interessanterweise ist bei der Obduktion herausgekommen, dass Ihr Vater Porzellanpartikel am Hinterkopf hatte. Das heißt, er ist damit niedergeschlagen worden und dann die Treppe heruntergestoßen worden. Und zwar von Ihnen. Die Vase haben Sie hinterher entsorgt. Und dann kommt noch was dazu. Ihre Fingerabdrücke sind am Rollstuhl. Ja. Meine Mandantin hat gegenüber ihres Schwagers gewohnt. Und es gab auch eine Zeit, da kam sie mit dem Schwager gut aus und hat sie lange im Haus aufgehalten. Und dann ist es doch ganz normal, dass sie dort ihm auch behilflich war und dass Fingerabdrücke am Rollstuhl sind. Also ist doch ja. Die mochten sich ja so, nicht wahr? Frau Finke, sind Sie auch am 25. August, also an dem Tag, als das geschehen ist, in der Wohnung Ihres Schwagers gewesen? Nee, ich habe den an dem Tag ja noch nicht mal gesehen. So, meine Mandantin ist nur das Opfer übler Nachrede. Ihre Nichte belastet sie nur, weil sie genau in das gleiche Horn reinstößt wie ihr Vater, wie ihr Schwager. Ist immer wieder das Gleiche. Papa hatte wirklich was Konkretes rausgefunden. Was? Über Maya und was sie im Schilde führt. Und darum hat er doch auch Timo noch kurz vor seinem Tod um Hilfe gebeten. Wissen Sie konkret, um was er Timo David, das ist der Freund, gebeten hat? Nein. Wir werden selber fragen, ich habe ihn als Zeugen geladen. Timo David, bitte. Oder noch Fragen? Nein, danke. Danke. Nehmen Sie bitte wieder neben der Staatsanwaltschaft Platz. Herr David, vielen Dank. Nehmen Sie doch Platz. Herr David, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Herr David, Ihr Vorname ist Timo. Sie sind 40 Jahre alt und wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Sicherheitsfachmann. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Wenige Stunden vor seinem Tod hat Ben Finke eine Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlassen. Was wollte er von Ihnen? Er wollte, dass ich vorbeikomme, weil er wollte mir irgendwas über Maya erzählen. Ich dachte, das hat noch Zeit, bis Sina mich dann anrief und mir erzählte, dass er tot ist. Warum ist er davon ausgegangen, dass Sie ihm helfen können? Wir waren seit der Polizeischule miteinander befreundet. Und im Außendienst war er mein Partner. Wir waren ein gutes Gespann. Er war der Good Cop, ich war der Bad Cop. Tja, und als das mit seinem Rücken passiert ist, da war ich auch dabei. Das war August 2009, der Wendepunkt. Was ist damals passiert? Wir sind zu einem ganz normalen Einsatz gerufen worden. Nachbarschaftsstreitigkeit. Ja, die Sache eskalierte, einer der Streithähne fing an zu schießen. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie Ben neben mir zusammengesackt ist, weil die Kugel hatte sein Rückenmark durchschlagen im vierten Brustwirbel. Seitdem waren wir keine Polizisten mehr. Ich sehe Sie doch nicht hier. Warum Sie nicht? Ja, ich habe Ben im Krankenhaus gesehen mit seinen schlaffen Beinen. Da habe ich mich entschieden, auch aus der Polizei auszuscheiden. Ich meine, mein Job bei der Sicherheitsfirma ist nicht unbedingt ungefährlicher. Aber ich werde auf jeden Fall nicht jeden Tag daran erinnert, wie Ben neben mir zu Boden geht. Aber ich vergesse es einfach nicht, dieses Bild, was ich da im Keller gesehen habe. Und frage mich natürlich, warum hast du auf diese Nachricht von ihm nicht reagiert? Nur darum konnte Maya ihn umbringen. Ach, jetzt hör mal. Sina, ich weiß, dass du traurig bist, aber
Maja ist unschuldig. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ben hat die ganze Nachbarschaft ausspioniert. Das kann jeder gewesen sein. Also die Nachricht, die das Mordopfer Ihnen auf Ihrer Mailbox hinterlassen hat, die hören sich für mich sehr konkret an und nach einem Mann, der weiß, was er sagt. Ben hat sich total in etwas verrannt. Das hören wir uns erstmal alle zusammen an. Ja, gerne. Das ist die Mailbox von Timo David. Nachrichten bitte nach dem Piep. Timo, Ben hier. Ich habe was Neues über Maja und ich sag dir, diesmal kriege ich sie. Du musst heute unbedingt vorbeikommen. So, diesmal kriege ich sie. Das heißt doch, der wusste was. Und der wusste was ganz Konkretes. Und die Angeklagte wusste, dass er es wusste oder nicht. Hatte sie direkt damit konfrontiert mit seinem Wissen. Wäre eine Möglichkeit. So unvorsichtig ist doch kein Mensch nach fast 20 Jahren Polizeiarbeit. Wenn er tatsächlich etwas Belastendes über meine Mandantin gefunden hätte, hätte die Polizei angerufen, Herr Staatsanwalt. Naja, er ist ja mal früher bei der Polizei gewesen, nicht? Nur sehr schnell waren Sie nicht bei ihm, das ist mir auch aufgefallen. Warum haben Sie nicht schneller auf so eine Nachricht reagiert? Die klang doch ganz dringend. Ich war von der ganzen Angelegenheit schon total genervt. Ich war ja erst einen Abend vorher bei ihm gewesen. Da hat er mich die ganze Zeit zugetextet wegen Maja. Ja, und ich habe seinen Beobachtungstick einfach nicht ernst genommen. Warum nicht? Ben war ein Vollblutpolizist, ja, und seitdem er querschnittsgelähmt war, ist er ziemlich abgedreht. Tja, er war von einem Augenblick auf den anderen aus dem Dienst, er wurde nicht mehr gebraucht, ja, und dann fing sein Aktionismus an. Wie hat dieser Aktionismus ausgesehen? Ben fing an, seine ganze Nachbarschaft auszuspielen, denn er hat jede Beobachtung, sei sie noch so albern, aufgeschrieben. Ich meine, Sie kennen ja das Buch, das war nicht schön, das als Freund zu sehen. Ich meine, die Ex-Kollegen, die haben schon gelästert. Die haben gesagt, Big Ben is watching you. Haben Sie und seine früheren Kollegen gewusst, dass er ab Mai die Aufzeichnungen gemacht hat? Nein, das ging erst los, als Ben glaubte, seine Schwägerin dabei beobachtet zu haben, wie sie seinen Bruder absticht. Ich meine, in Bezug auf Maja hat er den totalen Verfolgungswahn entwickelt. Ja, ja, und dann fing er an, immer wieder nach Beweisen gegen Maja zu suchen, aber erfolglos. Hat er Ihnen das so gesagt? In dem Kalender liest sich das ein bisschen anders. Er hat mir mal sein Beobachtungsbuch gezeigt. Ja. Und seitdem weiß ich, dass Ben mit einer Menge Leute Ärger gehabt hat. Dagegen sind die Aufzeichnungen, die Maja betreffen, harmlos. Mit wem hatte denn Ben Finke noch Ärger? Ja, hier über Lutz und Maja, da wohnt so eine junge Frau, so, Frau Koslowski. Ja, eigentlich ganz unscheinbar. Aber bei Frau Koslowski wohnte ein junges Mädchen. Und die war illegal in Deutschland. Und das hat Ben natürlich auch rausgefunden. Und ich denke mir, Frau Koslowski hat sich vielleicht von Ben erpresst gefühlt. Sag mal, ich glaub's ja wohl nicht. Was wirfst denn du jetzt hier Papa für Sachen vor? Ich habe ja nicht gesagt, dass Ben Frau Koslowski erpresst hat. Ich sag ja nur, dass Ben hingegangen ist und Frau Koslowski über sein Wissen in Kenntnis gesetzt hat. Das hat er mir erzählt. Und ich meine, dann hat Frau Koslowski ja vielleicht Angst gehabt, dass Ben sie bei der Polizei verrät. Ich meine, es wurden schon Leute für weniger ermordet. Ach so? Noch Fragen an den Zeugen David, denn ich habe die Koslowski ja auch da. Frau Koslowski, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Frau Koslowski, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Koslowski, Ihr Vorname ist Ariane, Sie sind 26 und wohnen in Koblenz. Was sind Sie vom Beruf? Kinderpflegerin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Ihr querschnittsgelähmter Nachbar, der Ben Finke, wurde ja am 25. August 2010 mit einem Rollstuhl die Kellertreppe hinuntergestoßen und sich dabei das Genick gebrochen. Er war in der Nachbarschaft dafür bekannt, dass er alles und jeden ausspioniert hat. Hat er Sie möglicherweise erpresst?